So. Dann gehe ich mal raus, mal Gras schnippeln. Dann bringe ich das hin und pflanze das da mal ein. Beim Schmersch. Ah. Aber die Kühe haben ja auch kein Gras bei uns hier drin. Das ist die gleiche Größe. Planschbecken ist sogar kleiner bei uns. Also irgendwie hat das nicht viel gebracht, aber ich schneide mal ein bisschen was mal ab und pflanze das da mal hin. Vielleicht braucht dieser Kerl ja nur so einen Anreiz, weißt du? Ich. Damit er mal auf die Sau drauf geht. Ich habe das vornehm ausgedrückt. So, dann teleportiere ich mich schnell wieder zu ihm hin. Dann haben wir noch eine gute halbe Stunde. Ja, die haben wir noch. Kümmere mich erstmal um das Kuhproblem, ne? Ach, da ist jetzt Onkel Heinz. Dem geht's sogar ganz gut. Heinz, ja. Da ist der V. Aber nicht Löwenstein mit Nachnamen. Wieso? Was hat das damit zu tun? Weil ich einen Onkel Heinz nämlich kenne, also bekannt habe. Ach so, okay, gut. Man muss ja mal drüber reden, ne? So, jetzt räumen wir auch mal seine Butze aus. Aber keine Ahnung, wer den gebaut hat. Vielleicht war es auch Finius, der den hinten gebaut hat. Kann sein, das finde ich. Der Neue, der an unserem Server interessiert ist, der kann es ja nicht gewesen sein. Bei dir sieht die Strohkammer ganz anders aus wie bei mir. Ja? Ja, also das Stroh ist heller bei dir. Mal gucken, ja, was hier so passiert so. Schön saufen hier, toll. Hier noch mal ein paar Karotten ernten. Hat er noch ein paar? Die wachsen alle. Nicht gut, hier. So. Schnell hier durch. Gehe ich hier noch mal rum. Sie grunzen, sie grunzen. Aber irgendwie ist der Eber nicht glücklich, aus irgendwelchen Gründen. Er dreht sich hier auf der Stelle, der Blödsack. Was ist denn da Tolles? Ist da unten. Aber die Schafe, die vermehren sich ganz gut bei uns, ne? Ja. Tja, ich bin ratlos. So. Jetzt bin ich natürlich unseren Zuschauern noch was schuldig, ne? Ich hatte ja am Sonntag 3,5 Stunden gestreamt und irgendwann mein Aufnahmeprogramm einen kleinen Strich zur Rechnung gemacht, habe ein relativ großes weißes Quadrat in der Aufnahme andauernd gehabt. Das war das Fenster eigentlich für die Follower, aber warum das so dargestellt wurde, ich weiß es nicht. Aber ich will euch mal kurz mal zeigen, was ich so gemacht habe. So, kommt mal mit. Schuki, wo bist du? Bei den Kühen. Okay, das trifft sich gut. Ich komme noch mal hin. Nämlich kann ich euch mal zeigen, was ich noch so gemacht habe. In der Zwischenzeit. Bin auch noch nicht ganz mit fertig. So, kommen Sie mal mit, junge Frau. Ja, ich muss erst mal hier raus, nicht, dass mir die Kühe hier abhauen. Da würde ich erstmal das Getreide aus der Hand nehmen.
So, wie geht es? So, dann kann man ja zeigen, was ich gemacht habe. Es war nicht viel, aber ein bisschen. Wie du siehst, habe ich hier noch was angelegt, ne? Weil hier hast du deinen Walnussbaum haben wolltest, ne? Avocado. Hier ist noch eine Gooseberry. Keine Ahnung. Walnüsse. Hier ist eine Nutmeg, was du haben wolltest, ne? Und hier haben wir eine Avocado. Ich habe unterwegs gefunden, aber keinen Pfeffer. Wir können nochmal vielleicht mal gucken, vielleicht finden wir ja ein Pfefferbäumchen. So, dann können wir hier runtergehen. Da habe ich hier noch was gefunden. Guck mal hier, eine Pommegranate. Ich weiß auch, was das ist in Deutsch, ich komme aber gerade nicht drauf. Und hier haben wir noch was. Hier haben wir eine Drachenfrucht. Auch lecker. Ne? Können wir mal weiter nach Bäumchen forschen, ja? Dann habe ich hier eine Steinmauer gemacht. Die wir hier komplett durchziehen, auch da hinten lang. Ah? Ne? Den einen Baum habe ich ein bisschen versetzt, musste ich neu aussehen. Oh, meine Schokoladeninsel. Hier habe ich ganz viele Blumen vorgepflanzt. Sieht schön aus, ne? Ja. Ich will die Gärtchen noch richtig schön glücklich gestalten. Schreiben wir Schokis Schokoladenpflanze. Schokis Paradies. Hier haben wir die Plumps, die Pflaumen, ne? Ist so. Da habe ich hier alles ein bisschen abgetragen, hier eine Wand gemacht. Hier oben noch ein paar Bäume noch gepflanzt. Diese Weide hier, die ist neu. Diese hier. Ich finde die so schön. Aua, guck mal, dann habe ich hier einen Bootanleger gebaut. Guck mal. Wie findest du das? Klasse. Mit dem Boot. Das Wasser plätschert hier irgendwo. Hört sich gut an, ne? Oder könnte ich jetzt auch mal Boot fahren, ne? Da sind auch noch mal rote Blumen. Und dasselbe habe ich hier hinten auch noch mal gebaut. Wenn ihr mitkommen wollt, könnt ihr ja auch noch mal gucken. Hier durch den Garten. Was haben wir hier? Pier haben wir hier noch. Das hatten wir schon vorher gehabt. Was wächst denn hier? Was ist das denn hier? Hier, Cotton Crop, Baumwolle. Was es ist, habe ich ja auch gepflanzt. So. Baumwolle, ja, wie schön. Baumwolle. So, dann habe ich hier vorhin auch noch ein bisschen was weiter gebaut. So. Okay. Hier habe ich den ganzen Sand rausgenommen und auch einen Bootanleger gebaut. Ja, weil sehr von hier kann man da richtig schön angeln, denke ich mir mal. So hier hinsetzen so. Hier ist so schön gemütlich. Kann man schön angeln. Hier sind Trauerweiden. Ne? Das habe ich so die Tage am Sonntag gemacht, nachdem ich noch etliche Zeit rumgaloppiert bin. Wo ich meine Zeit nicht sinnvoll nutzen konnte. Ja, wenn ich muss mal gucken, wo wir jetzt solche Bäumchen noch finden. Auf jeden Fall müssen wir in Bäumengegenden gehen hier. Hier mal. Hier haben wir ganz viele Zauberbüschchen noch. Und da ist auch kein Pfeffer dabei bestimmt. Ich habe letztens so viele. Okay. Müssen wir mal gucken, ob wir noch was finden. Ah, die Tannen da hinten sind auch gewachsen. Schön. Ja, ein bisschen mehr hier in diesem Bereich aufhalten. In diesem Schrank, dass sich da alles so schön lädt. Und funktioniert. Und hier haben wir auch noch einen Weg, den müssen wir auch noch weiter bauen. Sind das Extremberge vor uns hier? Nee. Also, nee. Sind keine. Ja, da müssen wir mal gucken hier, ne? Ob wir hier jetzt irgendwas finden. Ich wage es zu bezweifeln. Da irgendwo so ein blöder Pfefferbaum sein. Ah, ich muss mal Freitag mal auf Pfefferbäumchen. Pfefferkuchensuche gehen. Ich brauche Pfeffer zum Backen. Ja, ich habe aber noch keinen Pfeffer gefunden. Wo ich schon so viel auf der Welt rumgereist bin. Aber ich habe nicht alles gefunden. Irgendwie habe ich, sehe ich hier aber. Ja. Mal Birke sind. Müssen wir mal kurz mal umpacken. Aus dem Schmerzmann vorbeibringen. So, meine Axt. Schups. Die Saplings. Und dass hier irgendwo ein paar Saplings runterkommen.
Kann mir irgendwo ein paar Saplings runternehmen. Dafür wird's dunkel, kann das sein? Ja, dann also muss Roller hauen hier, ne? Komm jetzt ins Bettchen. Okay, hauen wir doch mal ins Bettchen. Flupp. Ich schlaf draußen. Ich auch. So. Birkenholz. Super. Vegetta-Baum. Hier ein glaube ich, Birnbäumchen. So, kommt hier kein Sapling hier runter? Ich hab aber einen. Ja, gleich wieder Pflanzen. Gleich wieder Pflanzen, mein Schatz. Mach ich, Mensch. Sehr gut. Ich habe auch einen Birkensetzling wieder. Wo schön frei ist, da wächst er am besten, glaube ich. Ja? Da so hin, so. Ich habe schon mal 14 Birkenhölzchen. Man kriegt da ordentlich Birkenbretter raus. Ich habe auch nochmal 14. Ja. Hey. Den Weg eigentlich schon fertig gebaut? Nee, ne? Zur Mine? Nee. Gehen hier mal weiter. Vielleicht finden wir hier irgendetwas noch ein Bäumchen. Wenn wir Sachen vorbeibringen, können wir immer noch mal. Mit dem Teleportieren geht es ja ganz schnell. Eine schöne große Birke, die können wir noch mal wegnehmen. Buntspecht. Pock, pock, pock. Oh, vielleicht schmerz ich mal ein bisschen was hier weg. So. Jetzt habe ich 27. Aber es hilft uns auch nicht bei der Pfeffersuche, ne? Kann das sein? Jetzt noch. Mal gucken, wie wir morgen nach Hause kommen. Vielleicht machen wir morgen Abend noch mal ein bisschen was. Was hältst du davon? Ja, können wir uns ja noch entscheiden. Ja. Hier kommt kein Zeppling. Super. Bin begeistert. Nicht mal einer kommt hier. Die Dame muss bis 18 Uhr arbeiten. Wird nicht allzu lange. Ich hätte noch ein bisschen Lust, da morgen was mitzumachen. Als jetzt hier Minecraft können wir doch machen. So, geradeaus gibt's auch noch was. Wir sind nicht weit weg von zu Hause. Das umreißen können wir heute hier auch nicht mehr. Nö, heute sowieso nicht mehr. Vielleicht lachen wir jetzt irgendwo so unverhofft. Guck mal, ein Pfefferbäumchen, das wäre doch toll. Ja, ein Pfefferbäumchen. Aber ich sehe hier gar nichts von Pfefferbäumchen. Einzige, was ich sehe, ist ein Sumpf da hinten schon wieder. Aha. Aber man sieht kein Hexenhaus, ne? Nee, also hier haben wir auch nichts. Ich will ja trotzdem mal Richtung mal durch den Sumpf gehen, wäre ja mal witzig. Da kommen wir beim Dragon Jay raus da hinten. Ja, können wir ja, vielleicht finden wir ja da was. Im ja. Sumpf, da finden wir nichts. Vergiss es. Oh gut, du willst da hinten, gut, komm her. Schwimmen wir mal rüber. Da baden die Schweine. Hier, guck mal, hier vermehren sich. Wie verrückt, selbstständig. Und beim Schmersch wollen sie nicht. Das ist bestimmt ein schwuler Eber, den er da hat. Anders kann ich mir das nicht erklären. Selbst mit Schummeln kommt da kein Nachwuchs hin. Das gibt's ja wohl nicht.
Weil hier werden wir nichts mit Bäumen finden, was du suchst. Pfefferbäume. Hier ist irgendwie gar nichts gerade zu sehen. Hier ist irgendwie gar nichts, kann das sein? Dann kommt so totes Holz. Schlamm haben sie doch auch. Gesuhlt haben sie sich ja. Ja, klar. Oh, da ist Wasser. Gehen wir hier lang. Hier kommen wir bei Sunny raus, ne? Denke ich mal. Weiß ich nicht. Ich gehe hier einfach mal so lang. Da sind wieder Wälder. Da drüben. Da ist es da ja was drin. Wenn nicht, müssen wir uns da am Wochenende mal mit ordentlich auseinandersetzen. Da ist irgendwas Fruchtiges drin in dem Baum. Der Gegend. Was haben wir hier? Papaya. Haben wir schon Papaya? Oh, das weiß ich nicht. Ich nehme mal welche mit, ja? Doggy-Garten, was finden. Oh, Seaweed. Da sind Sachen, die man noch gar nicht groß. Das brauche ich auch vielleicht für Sushi. So. Aber vielleicht haben wir jetzt. Nehmen wir hier ein paar Papayas mit. Dann machen wir hier einen Zeppling wieder. Okay? Was hast du denn gefunden für ein Büsche? Doggy-Garten. Was für ein Garten? Doggy-Garten? Doggy. Ich noch mal Papaya. Wo siehst du die? Sehen? Wie sieht denn der aus? Wow, sieht aus wie Schilfrohr. Okay. Braun. Wo bist du denn? Sehe ich gerade gar nicht. Busch. Ach, da bist du. Was gibt's denn da? Irgendwas, was wir noch nicht haben? Das ist so gräulich, sagst du? Ja, sieht aus wie so Schilf. Okay, hab ich noch nie gesehen. Nee. Wir haben noch ein paar Papayas hier. Wenn wir so einen Papaya-Baum nachher gleich nochmal machen können, wenn wir zurück sind. Das würde ich gerne nochmal. Wir sind etwas Sinnvolles, Produktives heute machen. Wir haben noch nichts gemacht heute, außer dumm durch die Gegend gelaufen, nichts gefunden. Okay, da bist du. Hüpf. Ja, gucken wir doch mal, was auf anderen Seite geht. Baut. Sheeted Garten. Das haben wir auch schon alles. Haben wir doch schon alles hier. Viele Garten, das alles, das haben wir doch schon. Gibt es noch Pfeffer? Ich glaube, für Pfeffer müssen wir wirklich einen Pfefferbaum finden, ne? Ah, ist das doof. Okay, hier sind jeweils wieder Bäume. Hier haben wir Bäumchen. Hier ist ein Weg. Ach, hier sind wir. Jetzt kommen wir hier wieder nach Hause.
wir jetzt bald an Krempeln vorbei. Weißt du das? Gehen wir langsam mal weiter, oder? Ja, das wäre vom Vorteil, ne? Wann ist heute was in Minecraft? Das ist das Regen. Oh, sei froh. Am Sonntag hat es nur geregnet. Müssen wir mal kurz was essen. Ein paar Birkensetzlinge habe ich hier, kann ich mal irgendwo hinpflanzen. Außerdem wird es jetzt schon wieder dunkel. Gehen wir mal nach Hause, oder? Hauen uns zu Hause in die Kuh und dann geht's weiter. Da fällt mir wieder ein, unsere. Huch! Kommt sie hier hoch? Ist hier was? Gott! Kriegt aber eine Spinnenphobie hier. Los, bloß nach Hause. Bloß nach Hause, schnell schlafen, dann geht's weiter. Dann mache ich ein Papaya-Bäumchen, ja? Soll ich das machen? Ja. Da schießt was. Oh, ganz schnell, aber ganz schnell jetzt dahin. Wir wollten ja schlafen gehen, ne? Nehme ich mal Kuschelbäumchen. Oh, das Bäumchen ist so dick, ich passe nicht durch. Hupp, so, ha. Ja, da freue ich mich auch nachher schon drauf, ein Bitch. Ja. So. Dann baue ich jetzt mal so ein paar Papaya-Bäumchen, ja? Möchtest du das? Ja, gerne. Dann mache ich das doch. Wenn du das möchtest, mache ich das. Aua. Oh, hinter der Tür warten. So ein Sau. So ein Bazi fast. Man muss ja mal Saupreuß sagen. So, jetzt habe ich hier so ein Schwarze Eichensetzling, den kann ich dafür nehmen. Den nehme ich dafür. So. Setzling bauen. Wie ging denn das? Papaya. 1, 2. Aber Papaya haben wir ja noch nicht, ne? Und wenn nicht, haben wir jetzt 1 zu 4. So, Papaya. Haben wir das schon? Haben wir schon Papaya? Das weiß ich nicht, wenn nicht. Ja, haben wir schon. Wir haben bestimmt schon Papaya-Bäumchen. Jetzt haben wir 2. Dann haben wir jetzt 2. So, jetzt packen wir damit rein. So. Das Papaya-Bäumchen. Das pflanzen wir ganz hier hinten hin. Kommt da so hin? So, dann brauche ich jetzt mal so ein bisschen Knochenmehl. Was bist du denn hier?
Oh, weg hier. Werde ich hier angezüchtet? Ich fasse es ja nicht, ey. So, jetzt habe ich 6 von denen. Zack, okay, ist gewachsen. So, Papaya-Bäumchen wächst auch. Warst du das Birkenholz? Ich hab doch Birkenholz. Ich hab Birkenholz bei mir drin, ja. Wo bist du denn? Im Haus oder wo bist du? Im Haus, im Schlafzimmer. Komm jetzt aber runter. Gut, ich warte hier draußen. Dann kannst du es mir bitte geben, dann bin ich das im Schmerzzimmer schnell vorbei. In der Zwischenzeit. Ich staue hier einige andere Sachen nochmal. Das ist alles? Ja. Ja, 46 Stück mal 4 kommt dann gut. Kommt dann ganz Ecke mit. Bin gleich wieder da, Hasi, ja? Mhm. So. Wenn ich dann zurück bin, können wir auch dann stoppen. Das passt bei der Zeit dann, glaube ich, ganz gut. So. Stein und Holz. So, hier. Zack, hat er 46 von denen. Da gehen wir, wenn wir morgen ja nach Hause kommen, dann Minecraft spielen. Ja, guck mal. Jetzt mache ich, komme ich zurück, dann sortiere ich meine letzten Sachen noch ein. Aber Samstagabend aber auf jeden Fall auch wieder was. Na klar. So. Freitagabend sowieso. Freitagabend, ja. So, jetzt bin ich wieder da. So. Cotton ist als Snack? Kann man auch als Snack, kannst du es hier auch essen, ja. Okay. In einen schönen Garten. Ja, gefällt er dir? Hab ich ihn schön gemacht, den Garten? Ja, hast du. So, dann schmeiß ich jetzt auch mal was hier mit rein. Zack. So. Ja, mit dem Hopperdachs ist das nicht schlecht, ne? So, was haben wir dann noch? Wir haben ja noch einen Dachpilz. Kann man damit kochen? Bestimmt nicht, ne? So. Ich habe jetzt hier Tropenbaum, Totenbaum und noch ein paar 4 Schilfs. Die Schilfs, die setze ich mal. Und zwar setze ich die Schilfs vorne hin. Ich kann auch hier durchgehen. Hier ist leider heute in Minecraft noch gar keine Hexen begegnet. Sei froh. So Bild schön. Packen wir so ein bisschen Schilf so hin, so zack, zack. Da wächst es, das sieht schön aus. Ja, das gefällt mir, ne? Das gefällt mir. Schön. Ich habe auch Moosbruchstein in die Mauer eingebaut. Oh ja, Moosbruchstein, das ist so schön. Moos haben wir draußen und dann auch bemoost. Jetzt habe ich noch einen Totenbaumsetzling, den muss ich auch noch irgendwo loswerden. Totenbäumchen müssen hier. Hier auf dem Berg, hier bei den Pferden gegenüber, da ist auch so eine Steintreppe hoch. Hast du die gebaut? Ja, zum Ausguck. Dann geht's zum Ausguck hoch. Kannst du mal hochgehen, hast einen schönen Überblick. Ah, jetzt so. Da hat man wirklich. Pferde müssen wir noch ein paar mehr kriegen, ne? Setz sie mal hier hin. Totenbaumsetzling. Oh, da haben wir aber echt ein großes Grundstück, was? Das ist doch schön. Das hätten wir in echt. Ich habe noch ein paar Tropenbäume. Wollen wir die auch irgendwo hinpflanzen, oder? Ja.
Mal machen. Dann werde ich die von der Form her rüberstellen, wo auch die Eukalyptus sind. Weißt du? Vielleicht auf der anderen Flussseite. Ich glaube, das könnte gut aussehen. Ich laufe da schnell mal hin. Wuff, genau. Wuff ist gut. Bald schon wieder verabschieden. Ja, ich bin gleich fertig. Die Folge überziehen wir jetzt mal ein bisschen. Wir haben gerade eine Minute überzogen, das geht. Ich kann ja schon mal im Haus auf dich warten. Kannst du machen. Dann setze ich da hin. Plutsch. Setze ich dahin. Was habe ich noch in der Tasche? Bisschen Erde, Spinnenauge, Enderperlen, Dachpilz. Okay. Das sortiere ich jetzt schnell nochmal ein. Die mit meiner Schokolade. Da war mir klar. Ich klettere den Berg erstmal hier wieder hoch. Auf der anderen Seite runterzufallen. Oh, sieht schön aus. Gefällt mir. Schönes Zuhause. Jetzt einmal Hände klatschen, dann ist das Original dann da. Das wäre doch toll. Ja, das wäre wirklich klasse. So, der Wald- und Wiesenweg hier. So, ich komme nicht langsam wieder zurück. Ich muss nur noch mal kurz ins Lager. Ja. So, was haben wir noch hier? Sowas, 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 sowas. Okay. Das rein. Das rein und das rein. Die Enderperlen packe ich bei mir in eine Endertruhe rein. Aber immer was als Reserve, weißt du? So. Okay, mal gucken, ist das einsortiert oder gab es das nicht? Die Erde. Doch, die Erde gab es. Gut. Dann kommen wir jetzt auch nach oben. Ja, ich warte. Und da können wir Tschüssi sagen, ne? So. Flup und flup. Ah, ja, ich sitze. Okay, Freunde, dann war's immer für heute. Wenn wir nicht morgen streamen, dann auf jeden Fall am Freitag. Zur altbekannten Zeit, so ab 6:30 rum. Denke ich mal, soll ich was schaffen. Ne? Ja, das denke ich mir auch. Und dann wünsche ich euch bis dahin frohes Schaffen, ne? Tschüss. Tschüss.